Hier ist Köln Inside, das Magazin für Köln. Wir berichten heute vom Ausbildungsmarkt 2010 der Wirtschaftsjunioren Köln in den Gebäuden der IHK Köln. Es freut mich sehr, heute hier begrüßen zu dürfen Herrn Peter Lindler, unseren Regierungspräsidenten, Altschirmherr des Ausbildungsmarkts 2010. Ausbildung ist wichtig. Ausbildung ist eines der entscheidenden Themen in unserer Gesellschaft heute. Und aus diesem Grund finde ich es unglaublich wichtig, dass wir diesen Ausbildungsmarkt machen. Es ist der 15. Ausbildungsmarkt hier in Köln von den Wirtschaftsjunioren Köln. Eines der größten Projekte, die wir jedes Jahr stemmen, um jungen Menschen die Möglichkeit zu eröffnen, in Ausbildung zu kommen. Ich sehe an der Stelle halt gerade zwei große Hürden, die Jugendliche nehmen müssen. Auf der einen Seite eben die Tatsache, sie müssen bewerbungsfähig sein, das heißt, sie müssen in der Lage sein, gute Bewerbungen abzugeben, aber eben auch in der Lage sein, anschließend ausbildungsfähig zu sein. Das heißt, auch wenn sie dann einen Ausbildungsplatz erhalten haben, anschließend nicht erst von dem Unternehmen qualifiziert werden zu müssen, um die Ausbildung eigentlich anzutreten. Und an dieser Stelle ist es etwas ganz Typisches für die Wirtschaftsjunioren, dass wir eben halt sagen, wir handeln, wir reden nicht nur drüber und übernehmen den Block, den ersten Block ganz klar, wo wir sagen, wir helfen Jugendlichen, jungen Menschen dazu, bewerbungsfähig zu sein. Mit den verschiedensten Projekten, mit den verschiedensten Angeboten, die wir heute hier haben, mit der Jobbörse, mit der Möglichkeit, mit Arbeitgebern in Kontakt zu treten, mit der Möglichkeit, dass sie eben halt auch in einer Bewerbungsbox sich mal checken lassen, ob die Bewerbungen in Ordnung sind, ob ein simuliertes Bewerbungsgespräch für sie noch ein Thema ist, wo sie noch sich selber feilen können. Ganz zu empfehlen natürlich unser Schauspiel auch, die Möglichkeit parallel auch noch hier sich entsprechend im Styling noch etwas zu verbessern. Gut, ganz typisch für die Wirtschaftsjunioren, wir reden nicht nur drüber, wir handeln und wir packen das Thema an. Und an dieser Stelle übergebe ich nochmal das Wort kurz an Herrn Lindler, der noch etwas zum Thema sagen kann. Ja, herzlichen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren der Wirtschaftsjunioren, verehrte Ausstellerinnen und Aussteller, liebe Besucherinnen und Besucher. Ich habe natürlich nicht ohne Grund sehr gerne die Schirmherrschaft für diese Veranstaltung übernommen, weil als derjenige, der zum Beispiel für die Schulverwaltung im Regierungsbezirk Köln immerhin für 4,3 Millionen Menschen verantwortlich ist, wir natürlich ein hohes Interesse daran haben, dass unsere Schülerinnen und Schüler aus rund 1700 Schulen, wo über 40.000 Lehrerinnen und Lehrer unterrichten, dass diese Schülerinnen und Schüler den Weg in den Beruf finden. Ich glaube, die Berufswahl ist neben der Wahl der Partnerschaft sicherlich die entscheidende Weichenstellung im Leben, die über die Frage eines erfüllten und glücklichen Lebens entscheidet. Und wenn man den richtigen Beruf gefunden hat, dann ist das sehr wichtig und wie gesagt wirklich lebensprägend. Wir sind aus meiner Sicht in einer ganz entscheidenden Umbruchssituation. Wir haben in der Vergangenheit immer Ausbildungsplätze händeringend gesucht, dass sie angeboten wurden. Dieses Verhältnis kippt aber. Wir werden in den nächsten 2-3 Jahren erleben, dass händeringend Auszubildende gesucht werden, weil die demografische Entwicklung, der Rückgang der jungen Leute so markant ist, dass wir eben über qualifizierte Auszubildende in Zukunft uns darum kloppen werden, um es mal reinig zu sagen. Ich kann das von meiner eigenen Behörde sagen, wir sind ja nicht weit hier in der Zeughausstraße mit unserer Hauptmannschaft positioniert. Wir haben ein Durchschnittsalter bei den rund 1900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von 48, wir haben das mal. In den nächsten 15 Jahren verlassen uns 2/3 der Mannschaft. Das bedeutet im Klartext, wir haben ein hohes Interesse, gut qualifizierte junge Menschen eben auch natürlich für die Verwaltung dieser großen Region von Köln bis Aachen zu binden. Und wir werden uns mit all denen, die heute hier stehen, in Zukunft sicherlich handfest auseinandersetzen, darum, wer die besten jungen Leute an Land zieht, damit die Arbeit getan wird. In diesem Sinne ist Ihre Arbeit, die Sie heute hier leisten, diese Ausstellung ein ganz besonderer Baustein in der Zukunft auch der Region. Es ist besonders natürlich interessant, wenn junge Leute, die nicht an dieser
Weichenstellung von der Schule in den Beruf noch sind, die das noch selber gut im Kopf haben, wenn diese jungen Leute eine solche Börse anbieten, wo man mit ihnen auch mit ihrer Erfahrung sprechen kann. Ich bedanke mich bei allen denen, die das auf die Beine gestellt haben, sehr herzlich. Ich bedanke mich insbesondere auch bei denen, die heute ihren Samstag hier zur Verfügung stellen und als Ansprechpartner für Interessierte da sind, und wünsche beiden Seiten, denen, die nach Ausbildungswilligen oder nach zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in ihrer Branche suchen, aber auch denen, die hier hinkommen, um sich zu orientieren, gute Gespräche und für beide Seiten viel Erfolg zum Wohle unserer Region. Herzlichen Dank. Der erste Eindruck zur Bewerbung ist der prägnanteste, der zählt. Und das ist meist über das Foto. Ich habe jetzt hier einen Profi neben mir, Frau Nonnenmacher, die ist Fotografin und spezialisiert auf Bewerbungsfotos. Vielleicht erklären Sie uns mal, was so wichtig am Bewerbungsfoto ist. Stimmt, der erste Eindruck zählt. Das heißt, man muss sehr offen, sehr freundlich rüberkommen, darf nicht zu schüchtern mit hochgezogenen Schultern auf dem Foto sitzen, weil dann direkt das eigentlich schon in der Regel auf Seite geschoben wird. Und es werden ganz oft ganz viele Bewerbungen liegen vor einem auf dem Schreibtisch. Das heißt, das Foto ist das Erste, wo man sagt, okay, rein oder raus. Es ist immer noch so. Und nicht zu klein sollte es sein, nicht ein kleines Bild auf dem Lebenslauf, sollte schon ein bisschen größer sein, damit die Leute auch direkt erkennen, mit wem habe ich es zu tun, wer ist da eigentlich, wer will bei mir in die Firma. Haben Sie Tipps zu Sachen, die ich anziehen soll, oder soll ich mich vorher schminken? Ein wenig schminken, auf keinen Fall zu viel. Man sollte nicht angemalt aussehen, weil auch das macht keinen Sinn. Nicht verkleidet, Klamotten, in denen man sich wohlfühlt, und doch auch nicht unbedingt das T-Shirt. Piercing sollte auf jeden Fall raus, zum Beispiel. Bluse, es kommt auch immer so ein bisschen darauf an, in welchem Bereich ich bewerbe, gerade im Kaufmännischen oder im Bankwesen. Muss es natürlich Bluse und Sakko sein, muss es bei den Herren Sakko und Hemd und Schlips sein. Ansonsten Handwerksberufe kann auch schon mal ein einfaches T-Shirt mit dem Sakko drüber sein. Kommt immer darauf an, in welchem Bereich. Haben Sie denn auch Tipps zu Farben, die ich anziehen soll? Soll ich mich bunt aufmachen? Besser nicht. Also keine großen floralen Muster oder kariert oder sonst was, weil das erschlägt erstmal. Es sollte eher etwas Gedecktes sein, muss jetzt nicht komplett nur grau in grau sein, kann auch mal ein schönes rotes T-Shirt drunter sein. Aber es sollte jetzt keine wilde Muster sein, weil das lenkt schon wieder vom Gesicht ab. Gut, dann gucken wir uns gleich mal an, wie das funktioniert. Gerne. Und wenn jemand da ist, der ein Bewerbungsfoto braucht, und dann zeigen wir das mal, wie es nämlich aussehen soll. Kommen Sie gern vorbei. Es gibt fast 2000 freie Ausbildungsplätze. Herr Lindler, wie sieht der Ausbildungsmarkt im Allgemeinen aus momentan? Also wir haben im Moment die Situation, dass wir noch mehr Ausbildungsplatz suchen als Ausbildungsplätze haben. Trotzdem haben wir rund 5000 freie Ausbildungsplätze zurzeit. Das wird sich aus meiner Sicht sehr schnell verändern. Ja,